Ja, herzlichen Dank, Herrn Selka, Herr Spitzer und die anderen im Publikum, liebe Studierenden. Es ist toll, dass ihr alle gekommen seid und mir die Gelegenheit gibt, sozusagen mal zu berichten über eine Reise, die ich gemacht habe in meinem Leben, woanders hin. Und ich nehme Sie also heute auf eine Reise mit, die für mich persönlich 40 Jahre gedauert hat. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das bei Heinrich Hertz gedauert hat, aber diese Dinge nehmen ihre Zeit. Und man muss manchmal Geduld und Ausdauer mitbringen, um dorthin zu kommen, wo man hinreisen will. Und die Frage, wie ich Ihnen erzählen werde, die uns bewegt, ist die Frage, ob es, wie von der allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt, diese Objekte gibt, die wir heutzutage schwarze Löcher nennen. Ich werde Ihnen erzählen, wie das historisch ein bisschen angelaufen ist und was wir gemacht haben, um sozusagen das erfolgreich wirklich gelöst zu bekommen. Nun sollte ich sagen, diese Art von Forschung kann man nicht alleine machen. Das ist ganz klar. Das geht nur im Team. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass erstens ich in einer Forschungsgesellschaft arbeite, wie die Max-Planck-Gesellschaft, ähnlich wie das KIT ja auch, die einen langen Atem zulässt, die erlaubt, dass man Risiken eingeht und Dinge angeht, die am Anfang ganz schwierig, vielleicht unmöglich aussehen. Ich bin überzeugt, das hätte ich sozusagen alles das, was wir gemacht haben, jedes Mal über ein Proposal bekommen müssen, hätten wir es nie geschafft. Ganz klar. Manchmal muss man das Vertrauen haben, lass den mal machen, der Bub wird schon kriegen. Mein Vater hat immer gesagt, sag den mal, das kannst du. Aber zu viel Übermut sollte man vielleicht dann auch nicht haben. Ich fange jetzt mal an, Sie mitzunehmen auf diese Reise, indem wir mal reisen von unserem Platz in der Milchstraße. Wir sind sozusagen auf der äußeren, an den äußeren Bereichen unserer Scheibengalaxie, unserer Milchstraße, etwa 27.000 Lichtjahre entfernt vom Zentrum. Und wir werden also reisen, ich gestehe, mit relativ hoher Geschwindigkeit von 10 auf 12 Mal der Lichtgeschwindigkeit, durch die Milchstraße und dann aus der Milchstraße heraus, denn ich will Sie bekannt machen mit unserer Umgebung, mit unserer wunderbaren Umgebung, die uns begleitet. Da hoffe ich, dass wir Ton bekommen. Also sehen die Sterne, die vielen Sterne in unserer Milchstraße, 100 Milliarden Sterne. Aber Sie sehen auch diese Nebel, diese Gasnebel. Das ist ionisiertes Wasserstoffgas, wo neue Sterne entstehen. Und hier sehen Sie die gesamte Milchstraßenebene und Scheibe, die also etwa 100.000 Lichtjahre im Durchmesser ist. Jetzt fliegen wir raus aus der Milchstraße, wenn Sie so wollen, in das intergalaktische Umfeld unserer Milchstraße. Und wir sind nicht alleine. Es gibt auch andere Galaxien. Das ist die Andromeda-Galaxie, die da gerade erschienen ist. Und diese Milchstraßensysteme sind die größten Konzentrationen baryonischer Materie. Interessanterweise sind sie entstanden aus Konglomeraten von dunkler Materie, die während der Expansion des Universums sich früh lokal dort zusammengeballt haben, wo durch die Fluktuationen im Urknall dichte Fluktuationen waren, die dann groß genug waren, dass die Gravitation gesiegt hat sozusagen und dann zu einem Kollabieren geführt hat, die in der baryonischen Materie sich dann in diesen Galaxiensystemen äußert, wenn baryonische Materie eingefallen ist und dann dort in den Zentren dieser Milchstraßen und in den äußeren Bereichen neue Sterne bildet durch Sternentstehung. Also hier ist nochmal so ein Bild einer nahen Galaxie, wie Sie sehen. Sie sehen, da gibt es also die vielen, vielen Sterne. Sie sehen auch diese dunklen Bereiche.
Das ist interstellares Material, hauptsächlich Staub, der das sichtbare Licht abschwächt. Deshalb also auf diesen Bildern sozusagen wie ein Vorhang wirkt vor der dahinterliegenden Spiralgalaxie, die dort zu sehen ist. Und im Zentrum dieser Galaxie ist ein heller Bereich, den nennen wir den Bulge einer Galaxie. Die können bei verschiedenen Galaxien verschieden groß sein. Und das ist die Geschichte, um die es geht. Die Geschichte, die ich Ihnen erzählen werde, ist, dass in den Zentren von solchen Galaxien, einschließlich unserer eigenen, wahrscheinlich in allen, sich im Laufe der Milliarden von Jahren der Entwicklung seit dem Urknall schwere Konzentrationen von Materie gebildet haben, die dann kollabiert sind zu Objekten, die wir schwarze Löcher nennen, weil, wie Sie sehen werden, das Licht, selbst das Licht, nicht mehr herauskommen kann und diese Massekonzentrationen von Millionen bis 10 Milliarden Mal der Masse der Sonne dort entstanden sind. Und zwar nicht passiv, die mit der Heimatgalaxie sozusagen wechselwirken, durch Austausch von Energie, Materie, Strahlung und dabei sogar auch auf die Entwicklung der eigenen Heimatgalaxie manchmal einen schädlichen und sogar tödlichen Einfluss haben, sodass die Galaxie nicht mehr wachsen kann. Alles das werden wir am Ende des Vortrags dann nochmal kurz diskutieren. Aber lassen Sie uns anfangen mit der allgemeinen Relativitätstheorie. Die war ja ein Versuch von Albert Einstein und anderen, die Effekte, die damals schon gemessen wurden, und dazu gehörte eben die Messung von Heinrich Hertz und dem Wissen, dass das Licht in der Tat eine Welle ist. Das wusste Newton noch nicht. Er hat es wohl angenommen, aber andere seiner Zeit haben angenommen, dass das Licht korpuskular ist, also wie Elektronen sozusagen, dass das Licht mit einer endlichen Geschwindigkeit sich ausbreitet und auch die Gravitation sieht. Wiederum etwas, was in der Theorie von Newton nicht da war. Für Newton gab es sozusagen nur Massen und die Gravitation, die von einer Masse, sagen wir unserer Sonne, auf das Sonnensystem ausgeübt wird, ist einfach da. Man setzt die Masse in den Raum sozusagen, ex cathedra, und dann ist die Gravitation da. Nach Einstein ist das nicht die richtige Auffassung, sondern die Masse, die man da jetzt reingesetzt hat, hat Gravitation, die sich ausbreitet mit der Lichtgeschwindigkeit in die Umgebung und damit dann die Raumzeit beeinflusst, die Raumzeit, wie wir sagen, krümmt. Und wenn man dieses Bild also hat, dann sieht man, dass man das Bild einer Bahn, wie sie die Planeten haben, um die Sonne etwas anders formulieren muss. Sie haben jetzt da die Sonne, wenn Sie so wollen, diese gelbe Masse und einen Planeten, das wäre jetzt diese rote Kugel. Und eine Bahn im Sinne der allgemeinen Relativitätstheorie ist jetzt eine Bewegung auf einer Linie, einer geodätischen Linie durch die Raumzeit. Und nach der allgemeinen Relativitätstheorie ist diese Linie so geartet, dass sie den kleinsten Abstand in dieser vierdimensionalen Ebene darstellt. Und dieser kleinste Abstand ist, wenn eine Masse da ist, nicht die Gerade, sondern es ist eine gekrümmte Form einer Bahn. Und Newton würde dazu gesagt haben, sozusagen diese Masse, diese rote Masse ist auf einer Bahn, zum Beispiel in einer elliptischen oder Kreisbahn um die Sonne. Und Einstein würde sagen, in diesem Fall ist die geodätische Kurve, die sozusagen eine solche Masse ausübt, eben wie sie da dargestellt ist. Und dies gilt eben auch für das Licht. Im Sinne der Newton'schen Theorie, wenn man also immer unter dem Aspekt, dass das Licht wellenförmig ist, breitet sich linear aus. Das heißt, wenn Sie die Sonne vor einem Stern haben, dann würde Newton gesagt haben, das Licht breitet sich an einer Linie entlang der Sonnenoberfläche, wenn Sie so wollen, zu uns aus und kommt dann bei uns an. Nicht so in Einsteins Theorie. In Einsteins Theorie wird genauso wie das rote Bällchen auch das Licht abgekrümmt auf eine gekurfte Bahn.
Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, weil wenn wir jetzt auf diesen Stern schauen, der sozusagen von der Sonne verdeckt wird oder fast verdeckt wird, dann scheint die Position dieses Sterns am Himmel nicht die zu sein, die dort wirklich ist, sondern sie ist sozusagen geradlinig da oben. Und Einstein konnte ausrechnen, dass das eine sehr kleine Größe ist von etwa 1,75 Bogensekunden. Das ist also nicht sehr viel, aber war messbar. Und es gab eine Sonnenfinsternis in 2019, also nur einige wenige Jahre nach der Veröffentlichung von Einsteins Theorie. Und Eddington und andere haben dann dort diese Sonnenfinsternis auf Príncipe Island und Sobral in Brasilien gemessen. Dort hat die Sonne ein helles Sternfeld bedeckt, wobei die Sterne, die dort also waren, wohl bekannt sind. Und jetzt streicht die Sonne dort hinweg. Und dabei konnte man während der Sonnenfinsternis sozusagen die Bewegung dieser Sterne sehen. Und es kam raus, dass genau diese 1,75 Bogensekunden Verkrümmung der Bahnen zu messen waren. Und wie Sie vielleicht wissen, das hat Einstein innerhalb von Monaten zu einem Rockstar der Wissenschaft gemacht. Mensch, da hat einer im Zimmer nachgedacht über sowas und da kommt das raus. Das gibt's doch gar nicht. Aber es geht noch weiter. Diese Krümmung ist natürlich erstmal nur eine relativ kleine Krümmung, jetzt in diesem Sinne. Aber wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe und mir jetzt die Sonne vorstelle und frage, wenn ich jetzt auf der Sonne eine Rakete starten würde in den Weltall und wollte, dass diese Rakete sozusagen im Weltall verschwindet, wie schnell muss sie denn sein? Was muss die Entweichgeschwindigkeit dieser Rakete sein? Da kommt raus 600 Kilometer pro Sekunde. Auf der Erde, das wissen wir ja von den Raketen, die wir heutzutage hochschießen können, ist das 11 Kilometer pro Sekunde oder 38.000 Kilometer pro Stunde. Also auf der Oberfläche der Sonne, wenn Sie eine Rakete losschießen mit 600 Kilometer pro Sekunde, dann verschwindet sie sozusagen im Weltall. Und das ist geschuldet der Schwerkraft der Sonne, die auf diese Rakete jetzt wirkt. Und diese Schwerkraft hat zwei Komponenten. Einmal die Masse der Sonne natürlich. Je schwerer die Sonne, umso größer ist dieser Einfluss. Aber es gibt eine zweite Eigenschaft, die will ich jetzt betonen, und das ist die Größe der Sonne. Wäre die Sonne kleiner, dann ist die Schwerkraft größer. Wäre die Erde kleiner, dann hätten wir Schwierigkeiten, von da nach da zu kommen. Obwohl ich genug Schwierigkeiten habe wegen meinem Knie, aber Sie sehen, was ich meine. So, und jetzt kann man in Gedanken die Sonne so klein machen, dass die Geschwindigkeit der Rakete immer größer wird. Zum Beispiel, wenn ich die Sonne auf 3 Kilometer pro Sekunde in Gedanken verkleinere, dann sagen mir die Gleichungen, dass die Rakete mit 300.000 Kilometer pro Sekunde fliegen muss. Und wenn ich sie noch ein bisschen kleiner mache, dann noch größer. Ups! Problem, Dad, warum? Weil Michelson und andere zur Zeit von Hertz gezeigt hatten, dass die Lichtgeschwindigkeit sozusagen das Schnellste ist, was sich ausbreiten kann. Nichts kann schneller als das Licht im Vakuum sich ausbreiten. Und das heißt, dass eine Rakete, aber auch ein Lichtteilchen, von der Sonne dieser Größe nicht mehr rauskommt. Das ist ein echtes Konundrum. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass es Objekte gäbe, wenn sie so kompakt sind und so massereich, sodass Licht nicht mehr rauskommt. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, der hängt genau damit zusammen. Jetzt drehen wir doch mal unsere Rakete rum und fliegen rein. Nun, dieser Kreis, den ich dort gezeichnet habe, ist keine harte Oberfläche, sondern das ist sozusagen nur ein virtueller Radius, innerhalb dessen das Licht nicht mehr rauskommt. Wenn ich aber jetzt die Rakete umdrehe und durch diesen Ereignishorizont nach innen fliege und wir sitzen zusammen, Herr Hanselka, da drin und reden so miteinander,
wollen ja gerne publizieren und dem KIT-Vorstand berichten, was wir gefunden haben. Und dann sagen wir, naja, das haben wir gefunden. Dann werden wir als erstes feststellen, wir können die Rakete nicht mehr anhalten. Denn das würde bedeuten, dass wir uns schneller als der Lichtgeschwindigkeit uns bewegten. Noch schlimmer, weil wir nicht mehr anhalten können, fliegen wir unweigerlich in endlicher Eigenzeit zum Zentrum. Und alles andere auch, was vor uns da reingeflogen ist. Volkswagen, russische Raketen und so weiter und so fort. Ja, und das heißt, dass die allgemeine Relativitätstheorie sagt, wenn es so ein Objekt, schwarzes Loch gibt, wo kein Licht mehr rauskommen kann, dann ist alle Materie im Zentrum in einem Punkt vereinigt. Haben wir Pech gehabt. In zweifacher Hinsicht. Denn erstens sind wir weg und zweitens, wir können doch nicht mal ein Bild schicken von uns. Wäre doch schön gewesen. Also, wie können wir denn dann Objekte, die man nicht sehen kann, doch sichtbar machen in der Physik? Wie können wir Messungen veranstalten? Ganz einfach, wir benutzen die Gravitation. Die Gravitation, die auch von einem solchen unsichtbaren Objekt, dieser unsichtbaren Sonne, auf die Umgebung ausgeübt wird, auf die Planeten, wenn Sie so wollen, in diesem anderen Sonnensystem, mit einer Sonne, mit einer Sonnenmasse, aber 3 Kilometer groß, ganz genauso wie in unserem Sonnensystem. Aber sie ist nicht zu sehen. Das Licht spielt keine Rolle oder kaum eine Rolle in diesem Spiel. Es ist die Gravitation. Das heißt, wenn Tycho Brahe und Kepler dieses Sonnensystem Strich sich damals angeguckt hätten, dann hätten sie zum Schluss kommen müssen, da ist ein Objekt im Zentrum mit einer Sonnenmasse. Und alle hätten sich gesagt, du spinnst ja, das kann doch gar nicht sein. Aber die Gravitation lässt uns sozusagen sehen, Objekte, die wir nicht durch elektromagnetische Strahlung beobachten können, wenn sie also in dieser Form sind. Also das ist das, was wir heutzutage versuchen zu tun, indem wir also die Gravitation für uns arbeiten lassen, indem wir in der Umgebung eines vermuteten Objektes nachschauen, wie die Bewegung der Objekte ist und dann ausrechnen, was denn möglicherweise im Zentrum ist. Eine zweite Technik, die ebenfalls ungefähr 100 Jahre nach Einsteins Theorie ebensolche Messungen möglich macht, sind die Gravitationswellen. Denn wenn diese Massen um die eine Masse herum sausen, mit großer Geschwindigkeit, dann emittieren sie Gravitationswellen, Schwingungen in der Raumzeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Und das können wir heute in der Tat tun. Eine unglaubliche Fähigkeit, wenn man bedenkt, dass die Auslenkungen, die man da messen muss, von der Größenordnung von etwa 1/1000 dem Durchmesser eines Kernradiuses sind. Ja? Unglaublich, dennoch möglich. Und das ist die Geschichte, die ich also Ihnen jetzt erzählen möchte. Muss Ihnen aber jetzt erstmal auch berichten, dass wir natürlich bislang nur über theoretische Aspekte gesprochen haben. Und das naturwissenschaftliche Prinzip ist ja, Sie können mir lange eine Theorie erzählen, solange ich sie nicht durch Experimente verifiziert habe, braucht man gar nichts zu glauben. Das ist der Unterschied zwischen Fake News von Herrn Trump und echter Naturwissenschaft. Es gibt Wahrheit. Es gibt Wahrheit in der Naturwissenschaft durch diese Wechselwirkung von Theorie und Experiment. Und zur Zeit der Veröffentlichung der allgemeinen Relativitätstheorie, muss ich sagen, hat kaum einer an diese schwarzen Löcher geglaubt. Die ersten Lösungen kamen durch Schwarzschild, ich hatte Ihnen das Bild gezeigt, und dann später durch Herrn Kerr, die gezeigt haben, dass diese schwarzen Löcher nach der allgemeinen Relativitätstheorie ganz einfache Objekte sind. Sie haben nur zwei Eigenschaften, zwei sind die Masse und der Drehimpuls, also wie schnell sich das Objekt dreht. Die dritte Eigenschaft, die bei der Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, keine Rolle spielt, ist die Ladung, die elektrische Ladung. Und also dies ganz einfache Objekte sind, wenn Sie die zwei kennen, haben Sie das gesamte Objekt verstanden, egal ob das schwarze Loch 1 Gramm ist
oder 4 Millionen Sonnenmassen oder 10 hoch 10 Sonnenmassen. Es ist immer dasselbe, Sie brauchen nur die Masse an den Spinnen kennen. Und gibt es solche Objekte? Das war dann die Frage, die in den 1960er Jahren begann. Und die ersten Kandidaten, die kamen, waren Objekte, die in der Radioastronomie gefunden wurden. Die Radioastronomen waren damals in den Nachkriegszeiten, Radar in sich wurde damals sozusagen umgedreht, um damit die Welt in Radioaugen zu sehen. Und dort hat man helle Radioquellen am Himmel entdeckt, die aber auf optischen Platten, wie Sie es hier sehen, aussehen wie ein schwächlicher, kompakter Stern. Deshalb Quasar, quasi stellare Radioemission. Und diese Quasare waren der entscheidende Durchbruch, wenn man so will, zu der Frage, die ich Ihnen heute berichten möchte. Denn als Martin Schmidt, der vor einigen Tagen gestorben ist, dann das größere Palomar-Teleskop benutzt hat, um ein optisches Spektrum dieses Quasars zu erzeugen, dann sah er Linien von Wasserstoff und auch noch anderen Elementen, die man gut kannte, aber alle diese Linien waren ins Rote verschoben, relativ zum Laborsystem, um 16%. Das ist diese Z gleich 0,16. Wo kommt denn das her? Nun, man wusste zu diesem Zeitpunkt schon seit Edwin Hubble, also 30 Jahre vorher, dass das Universum expandiert und dass in einem expandierenden Universum, wenn ich nach außen schaue, ich natürlich wegen der endlichen Lichtlaufzeit immer in die Vergangenheit schaue und dass je weiter ich nach außen schaue, die Objekte umso schneller sich von mir zu entfernen scheinen, durch die Geometrie der Expansion des Universums. Und man kann dann ausrechnen, wenn man also sozusagen weiß, wie schnell sich das Universum expandiert, dass diese 16% Rotverschiebung entspricht einer Entfernung von 2,4 Milliarden Jahren für das Licht. Ganz schön. Es ist also ein erheblicher Prozentsatz des Alters unseres Universums, was 13,7 Milliarden Jahren ist. Wir kennen heute solche Quasare bei noch wesentlich höherer Rotverschiebung. Das James Webb-Teleskop, was die Amerikaner gerade hochgeschossen haben, hat jetzt Quasare bei Rotverschiebungen von 15 entdeckt. Das sind noch ein paar hundert Millionen Jahre nach dem Urknall. Unglaublich. Und weil die Dinger so weit entfernt sind, heißt das, dass dieses schwächliche Sternlein überhaupt nicht schwach ist in der Abstrahlung von Energie pro Zeiteinheit am Orte. Das heißt, wenn Sie sich sozusagen die Entfernung wegkorrigieren, dann kommt raus, dass dieses schwächliche Sternlein tausendmal so hell ist wie die gesamte Milchstraße mit den 1000 Milliarden Sternen. Wow. Wie kann denn das sein? Und das in den 60er Jahren löste natürlich eine hohe Aktivität von Brain-Funktionen in der Theorie aus, weil es sehr unwahrscheinlich oder gar unmöglich erschien, dass sozusagen es Galaxiensysteme geben könnte, die tausendmal so viele Sterne hätten, auf kleinem Volumen, sollte ich sagen, wie unsere eigene Milchstraße. So etwas hat man noch nie gesehen. Und jetzt kommt das Paradoxe, was vorgeschlagen worden ist, schwarze Löcher. Jetzt sagen Sie natürlich, ja, der Kerle will mich veräppeln. Das ist doch ganz klar. Das kann doch gar nicht sein. Jetzt hat er uns vorher verkauft, dass das Licht nicht rauskommen kann. Und jetzt sagt er, das sind die hellsten Objekte. Gell, das glaubst du auch nicht. Also das ist unmöglich. Hätte der Trump auch machen können. Aber die Erklärung ist nicht trivial und sie ist nicht falsch. Die Erklärung ist, dass das mit dem Nicht-Herauskommen des Lichts ja nur für innerhalb dieses Ereignishorizontes gilt. Außerhalb des Ereignishorizonts konnte das Licht rauskommen. Es leidet wohl dann unter einer sogenannten Gravitationsrotverschiebung, die werden Sie nachher noch sehen, im Experiment, aber es kommt raus. Umgekehrt aber,
wenn Materie in ein schwarzes Loch hineinfällt und bevor es in diesem Ereignishorizont dann verschwindet, kann eine Menge der sogenannten potenziellen Energie, also der Schwerkraftsenergie, umgewandelt werden in Strahlung. Und das ist unheimlich viel. Sie wissen ja vielleicht, auch Einstein hatte ja schon in der speziellen Relativitätstheorie gezeigt, dass eine Masse einer Energie entspricht von m mal c Quadrat. C ist die Lichtgeschwindigkeit. Und sozusagen die größte Energie, also die beste Energiekonversion, die man sich vorstellen könnte, ist, dass sozusagen eine Masse vollständig in Energie umgewandelt wird. M gleich mc². Diese Objekte am Ereignishorizont schaffen es doch wahrhaftig, zwischen 47% mc² in Strahlung umzusetzen, theoretisch. Das sah ja noch mal, das ist ja ganz toll. Also, das war die vorgeschlagene Vorstellung. Und wie könnte man das jetzt nachweisen? Ganz einfach, ich habe es Ihnen ja schon erklärt. Diese Spiralen, die Sie da sehen, soll das Gas darstellen. Gas, was einen gewissen Drehimpuls hat, deshalb nicht richtig reinfallen kann und erst durch Reibung den Drehimpuls abgibt und dann langsam nach innen immer weiter reinspiralisiert und schließlich verschwindet. Und das können wir doch messen. Wenn man also an einem Quasar hingeht und die Bewegung des Gases messen würde, dann würde man messen, dass dass diese Gaswolken nach innen immer schneller werden, bis sie am Ereignishorizont nah an der Lichtgeschwindigkeit sind. Das würde man sehen wollen. Aber in den 60er Jahren ging das nicht, weil die Entfernung ist so weit entfernt, dass die Auflösung und die Empfindlichkeit, die man hätte haben müssen, um das zu tun, unmöglich war. Heute geht's, gerade so. Und auch da haben dann Theoretiker aus England, Lindenberg und Rees, einen Vorschlag gemacht, der sozusagen eine Lösung möglich gemacht hat. Die haben gesagt, diese schwarzen Löcher, über die wir hier reden, die müssen sehr massereich sein. Also wir reden von Hunderten von Millionen von Sonnenmassen und in den Kernen von Galaxien sein. Und die sind sehr selten. Und vielleicht ist das so, dass eben solche Quasare nur dann entstehen, wenn manchmal hier und da eine Milchstraße sehr viel Materie ansaugt, weil sie gestört worden ist oder irgend sowas anderes. Ich habe da gestern ja drüber gesprochen. Und in diesen Phasen wird ein solches schwarze Loch dann zu einem strahlenden Quasar. Wenn das der Fall ist, dann gibt es vielleicht auch schwarze Löcher anderswo, haben Lindenbell und Rees gesagt. Und zwar möglicherweise in jeder Galaxie. Nur, dass in all den Galaxien, bis auf die paar wenigen, die Akkretionsrate sehr viel geringer ist. Und in der Tat, das ist unsere heutige Vorstellung, die durch viele Beobachtungen belegt ist, dass praktisch jede große Galaxie im Zentrum eine Massenkonzentration hat, die ein schwarzes Loch dieser Art sein könnte, zumindest. Also, das ist die Vorstellung. Und wenn das der Fall ist, sagten Lindenberg und Rees, dann könnte doch auch das nächste Zentrum einer Milchstraße, nämlich unser eigenes, auch ein schwarzes Loch haben. Und das ist ja nur 27.000 Lichtjahre entfernt, sozusagen vor der Tür. Kann man ja hinlaufen. Ja, und dann geht doch mal hin, ihr Beobachter, und messt doch mal nach, ob vielleicht im Zentrum unserer Milchstraße schnelles Gas zu finden ist im Zentrum und ob das darauf hindeutet, dass eine solche Masse da ist. So, das war die Vorstellung. Und in der Tat, das hat dann
Solace wurde teilweise auf ESO-Territorien gefilmt. Und in der Tat, ich war damals während der Filmzeit auf dem Berg und versuchte zu schlafen, weil wir haben beobachtet. Und da haben die da über meinem Zimmer dieses blöde Teil von dem Film gedreht, wo das Bond-Girl von Bond über den, das war ja da oben diese Hacienda von dem bösen Bolivianer, wurde das Bond-Girl darüber runtergeseilt und dann haben die das ja alles ganz toll gemacht. Und das Schlimme war, das haben die 10-mal gemacht und ich wollte schlafen. Also das ist die Beziehung von mir zu Craig und James Bond. Aber die ESO-Sternwarte mit dem VLT, dem Very Large Telescope, das also aus 4-8 Meter besteht, ist heutzutage wirklich das beste und größte Observatorium. Das größte Teleskop steht auf Hawaii und ist das Keck Observatorium, aber das Keck hat nur 2 Teleskope, während also das VLT 4 Teleskope hat. Aber beide diese Maschinen haben also zu der Geschichte, die ich Ihnen hier erzähle, wesentlich beigetragen. Und wir haben am Ende so weit gegangen, dass wir die 4 Teleskope zusammengeschaltet haben, interferometrisch, um daraus ein Teleskop von effektiv 130 Meter im Durchmesser zu machen. Und das gibt dann, wie Sie sehen werden, sehr scharfe Augen. Es ist also Technologie, die entscheidend war von diesen ersten Ideen von Lyndon Bell und Rees und dem in der Situation, die wir hatten heute. Natürlich dauerte es eine Weile. Man musste erst einmal Techniken haben, um sozusagen in das Zentrum hineinzuschauen. Und wenn wir mit einer Kamera sozusagen in das Zentrum unserer Milchstraße hineinfahren, sehen wir wieder diese Staubschwaden, die das sichtbare Licht um einen Faktor 10 hoch 12 etwa schwächen und deshalb unmöglich machen, unsere eigene Milchstraße, obwohl sie so nahe ist, im Optischen zu sehen. Das heißt, wir müssen uns neue Augen beschaffen. Radioaugen sind gut, aber noch besser in diesem Fall sind Infrarotaugen. Und das war eine weitere technische Anstrengung, die wir unternehmen mussten. Das Überkommen der Störung der Atmosphäre durch das Flimmern der Sterne sozusagen war eine dritte und so weiter und so fort. Das heißt, diese Geschichte, die ich Ihnen erzähle, geht nicht ohne Experimentalkunst über viele Jahrzehnte. 40 Jahre hat es gedauert, um sozusagen zu wissen, ja, im Zentrum unserer Milchstraße ist ein sehr dichter Sternhaufen, das sind diese blauen Objekte. Im Zentrum dieses Sternhaufens ist eine sehr kompakte Radioquelle, dieses Objekt Sagittarius A Stern. Und dann gibt es, und das hat man in den 70er Jahren dann zum ersten Mal in Berkeley durch die Arbeiten von Charles Townes gesehen, wo ich dann als Postdoc dazustoß, sind Gaswolken, ionisierte wie auch neutrale Gaswolken, und man kann die Bewegung dieser Gaswolken durch ihre Doppelbewegung in Spektroskopie also messen. Die Radioastronomen können über die sogenannte Very Long Baseline Interferometrie, also wiederum durch Interferometrie entfernter Radioteleskopen, sehen, dass diese Radioquelle dort unglaublich kompakt ist. 40 bis 100 Mikrobogensekunden, das ist das Äquivalente von etwa 15 Zentimeter auf dem Mond. Ja, also das ist also sagenhaft, was da im Zentrum in der Milchstraße alles losgeht. Und man kann also jetzt, oder Charles Townes fing damit also an und seinen Studenten die Bewegung von Gaswolken messen. Und dann sieht man unten rechts jetzt sozusagen das Ergebnis der ersten 10 Jahre. Und da sieht man, dass aufgetragen ist auf der horizontalen Achse in logarithmischen Einheiten die Entfernung vom zentralen Objekt Sagittarius A Stern. Und auf der vertikalen Achse ist auch in logarithmischen Einheiten die eingeschlossene Masse. So, wenn Sie sich das jetzt anschauen, dann zeigen die Messungen, dass wenn man außen anfängt, nach innen reingeht, nimmt die Masse erstmal ab. Und das ist, weil die Masse ausgedehnt ist. Das ist der Sternhaufen im galaktischen Zentrum, der die äußeren Bereiche total dominiert. Aber dann innerhalb von einigen Lichtjahren oder einem Parsec sah es so aus, als ob die Masse sich nicht mehr änderte. Blieb dann bei sozusagen zwischen 1 und 4 Millionen Sonnenmassen stehen. Und Townes und wir in Berkeley waren voll der Meinung,
ein schwarzes Loch, so ganz klar. Kann man gar nicht weiterreden. Jetzt kommen wir aber zu einem nächsten Prinzip der Naturwissenschaften. Da kann wieder jeder reden, was er will, wenn ein Experiment nicht von jemand anders sozusagen unabhängig nachvollzogen wird, brauchen wir es auch nicht glauben. Und es war eben so, dass viele unserer Kollegen zwei Einwände hatten. Zum einen haben sie gesagt, naja, Gaswolken, das muss nicht unbedingt durch die Gravitation bewegt werden. Da können auch Magnetfelder sein, da können es Winde geben, die dort durchpfeifen. Und noch schlimmer, diese drei Lichtjahre sozusagen, auf die wir rangekommen sind, sind eine Millionenmasse mal der Ereignishorizont. Oh, da kann vieles drin sein. Also ich meine, da könnten Neutronensterne sich versammelt haben oder andere schwache Sterne, die man sozusagen im Optischen nicht sieht. Also unsere Kollegen waren wenig beeindruckt und ich wurde damals dann nach München, nach Garching berufen und habe also dann gedacht, naja, wie können wir das besser machen? Ad 1, wir müssen zu einem besseren Tracer der Gravitation gehen und das sind die Sterne selbst. Die können nur über Gravitation beeinflusst werden. Und das andere ist, wir müssen noch besser hinsehen, mit schärferen Augen und nach innen kommen. Und das war also der nächste Schritt. Und in der Tat, wir fingen dann in den 90er Jahren mit neuem Gerät an, erst auf einem 4-Meter-Teleskop, aber dann ab 2002 auf dem ersten VLT-Teleskop. Gleichzeitig Andrea Ghez nahm also dann das Keck-Teleskop und beide Gruppen haben unabhängig voneinander dann Jahr für Jahr genau nachgemessen, wie sich also die Sterne in unmittelbarer Nachbarschaft der Radioquelle, die durch das grüne Kreuzchen da dargestellt wird, bewegen. Der Kreis ist etwa ein Lichtmonat. Und siehe da, wenn Sie hinschauen, dann sehen Sie, dass die Bilder in 3 Jahren, die in verschiedenen Farben dargestellt sind, rot ist also Jahr 1, grün Jahr 2 und blau Jahr 3, da sehen Sie, dass also Sterne nahe des Kreuzchens offensichtlich sich bewegen und nicht so schwach. Also dieser innere Stern da bewegt sich etwa 500 Mal so schnell wie die Erde um die Sonne. Und das auf der Skala von Lichtwochen, wenn Sie da wiederum Newtonschen Gleichung anwenden, dann kommt raus 2 Millionen Sonnenmassen. Ah, das kannten wir ja schon, aber weiter draußen. Und jetzt mit Sternen. Das heißt, die Evidenz hatte sich dann, und dann hat Andrea dasselbe gefunden, verdichtet. Aber muss es ein schwarzes Loch sein? Es kann eins sein. Könnte doch immer noch sein, dass da sozusagen andere Konzentrationen waren. Da gab es theoretische Freunde, die uns zuriefen, dunkle Materie, Fermionwolken und alles Mögliche. Ja, was tun wir? Wir brauchen höhere, wir müssen näher rankommen. Und dazu müssen wir Sterne haben, die noch näher rankommen. Aber das ist höchst unwahrscheinlich, wenn man mal so ein schwarzes Loch wirklich hat. Aber die Natur war wirklich gütig mit uns und hat uns Sterne zur Verfügung gestellt, die, obwohl wir es am Anfang nicht verstanden haben, ganz nah ans Schwarze Loch herankamen. Hier ist einer. Sie sehen die Position von Sagittarius A-Stern, ist dieser Kreis mit dem Punkt im Zentrum. Dann sehen Sie die verschiedenen Messungen, blau und rot, über die vielen, vielen Jahre, die wir gemessen haben. Und da sehen Sie, dass zu einem Punkt, der beim ersten Mal 2002 war, der Stern auf einer hochelliptischen Bahn bis auf 17 Lichtstunden an das Schwarze Loch herangekommen war. 17 Lichtstunden ist etwa 4-mal der Bahnradius vom Planeten Neptun um die Sonne. Also wir sind jetzt auf einer Skala des Sonnensystems und der Stern bewegte sich dabei etwa mit 2,5-3% der Lichtgeschwindigkeit. Unglaublich. Sowas war noch nie beobachtet worden. Und wiederum können wir Newton hernehmen und ausrechnen, wie viel Masse ist denn da drin, was kommt raus, was denken Sie? 2 Millionen Sonnenmassen, 3 Millionen Sonnenmassen. Aber jetzt eben auf einer Skala von nur noch mehr Licht, 17 Lichtstunden. Da begannen also selbst die Physiker zu sagen, Ja,
Hört man jetzt auf oder was? Nein, man hört nicht auf, weil dass das ein schwarzes Loch sein kann und wahrscheinlich eins ist, ist eine Sache. Aber das basiert immer noch auf verschiedenen theoretischen Analysen, die die allgemeine Relativitätstheorie als Basis annehmen. Und wir wissen nicht, ob die allgemeine Relativitätstheorie in diesem extremen Bereich von Masse und Potenzial wirklich richtig ist. Wir wussten aber, dass dieser Stern eine Umlaufzeit von nur 16 Jahren hatte. Und dann wussten wir, der Bursche kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann müssen wir in der Lage sein, noch besser zu messen, so gut zu messen, dass wir die Effekte der allgemeinen Relativitätstheorie nachweisen können. Und das führte also dann zu dieser Entwicklung des interferometrischen Experiments bei uns. Bei Andrea Ghez war es eine Verbesserung des gesamten Systems, sodass im Jahr 2018 wir also sozusagen in der Lage waren, mit verbesserten, noch weiter verbesserten Methoden uns die Situation anzuschauen. Jetzt gehe ich in die falsche Richtung oder sowas. Ist gar nicht gut. Nein, das will ich nicht. Wäre ich doch besser bei meinem eigenen Computer geblieben. Also, während der Zeit aber bis zur Rückkehr haben beide Gruppen auch die Schönheit des Gesamtsystems gesehen, nämlich die vielen Sterne, die im Zentrum dort sich um das zentrale Objekt herum bewegen. Jeder dieser Sterne ist sozusagen ein hochempfindliches Gravitometer, mit dem wir also die Schwerkraft messen können und zum Beispiel feststellen, dass in der Tat neben der zentralen Quelle, die wir also jetzt kannten, kaum andere Masse, bis auf die Sterne selber, da waren. Das heißt also, da war kein Halo von dunkler Materie oder so etwas, sondern wirklich nur diese zentrale Punktmasse. Und mit Gravity konnten wir jetzt extrem scharf hinschauen. Also nochmal, wenn wir uns die Geschichte anschauen, oben links haben wir angefangen mit den ersten Infrarotdetektoren und haben also Infrarotbilder des inneren Bereichs machen können. Dann kam die adaptive Optik oben rechts und 8-Meter-Teleskop und wir sehen dasselbe Bild jetzt ganz scharf mit schwachen Sternen und dann sind es diese Sterne, deren Bewegung Sie sich gerade angeschaut haben. Und mit Gravity können wir jetzt dieses kleine little Kästchen da im Zentrum um die Radioquelle herum auflösen und in 2021 sehen Sie, da war der Stern S2, den wir bislang betrachtet haben, schon längst durch. Ist die Radioquelle umgeben von sehr schnell sich bewegenden Sternen. Der neue Weltrekordhalter ist dieser Stern S29. Der kommt auf 80 Mal der Erdbahnradius an das Schwarze Loch heran und bewegt sich mit mehr als 9000 Kilometer pro Sekunde. Also unglaublich. Ja? Und alles das ist nur durch die Gravitation dieses einen Objektes im Zentrum. Und während dieser Zeit um den Peridurchgang kann man dann die Bewegungen dieser Sterne von Nacht zu Nacht sehen. Das ist unglaublich. Also nicht Jahr zu Jahr wie früher, sondern Nacht zu Nacht. Und damit kann man mit höchster Präzision also die Effekte eben der allgemeinen Relativitätstheorie untersuchen. Der erste Effekt ist, wie schon angekündigt, wenn Sie so wollen, die Ermüdung des Lichts auf dem Wege von der Umgebung des Schwarzen Lochs zu uns. Das heißt also, wenn Sie einen solchen Stern haben, der Licht abstrahlt, der jetzt in diesem schweren Gravitationsfeld anfängt, Licht zu uns zu schicken, dann müssen die Photonen sozusagen rauskommen aus dem Gravitationspotenzial. Sie tun es außerhalb des eigenen Horizonts, aber werden dabei ins Rote verschoben. Und diese Rotverschiebung im Falle der Bahn von S2
ist ein Effekt von etwa 3 × 10⁻⁴ relativ zur Lichtgeschwindigkeit. Das ist ziemlich schwer, das nachzuweisen, aber Sie sehen hier in grau horizontal, das ist die Bahn, wie sie durch Newton gegeben würde. Und die allgemeine Relativitätstheorie sagt also, die rote Bahn, Sie sehen, wir sehen deutlich mit den Daten, das muss sein, wie die allgemeine Relativitätstheorie das vorhersagt. Der nächste Effekt ist die Präzision der Bahnen. Also wenn Sie bei Newton nachschauen und Sie haben also eine Sonne oder eine Masse und Sie haben eine andere Masse, die also da rumkreist auf einer stabilen Bahn und es ist nichts anderes drumherum, dann ist diese Bahn stabil für alle Zeiten. Nicht aber so in der allgemeinen Relativitätstheorie. In der allgemeinen Relativitätstheorie präzidiert die Bahn in Richtung Bahnebene, in der Bahnebene, im Falle von S2 um etwa ein Achtel Grad pro 15 Jahre. Und sie präzidiert auch, wenn das Schwarze Loch einen Drehimpuls hat. Und auch das können wir jetzt inzwischen messen und genauso wie die allgemeine Relativitätstheorie es vorhersagt. Das heißt, mit diesen Messungen zeigen wir, dass auf diesen Skalen, auf denen wir jetzt also diese Masse genau gemessen haben, es aussieht, als ob da ein schwarzes Loch ist. Aber die Bahnen sind halt dann doch noch 1000-mal den Ereignishorizont weg vom schwarzen Loch. Das heißt, wenn Sie böse wären oder skeptisch sein wollen und sollten, dann sagen Sie, naja, da passt doch vielleicht noch was anderes rein. Muss doch nicht ein schwarzes Loch sein. Aber nein, auch das haben wir jetzt geknackt. Dadurch, dass wir Gasbewegungen ganz nah am Ereignishorizont sehen und auch die Ablenkung des Lichtes am Ereignishorizont sehen. Also wenn Sie Gas haben, was also jetzt direkt außerhalb des Ereignishorizonts sich bewegt, dann bewegt sich sozusagen jetzt das Gas mit fast 30%, 40% der Lichtgeschwindigkeit. Und das können wir sehen, während sogenannter Flares, wo also die Emission von Sagittarius A-Stern für einige Stunden sehr viel heller wird und dann bewegt sich also diese Flare-Zentroid mit etwa der Drittel der Lichtgeschwindigkeit, genau wie man es erwarten würde. Und die Radioastronomen sehen, dass wenn sie sich dasselbe Gebiet jetzt anschauen, dass die Radioemission nicht ein Maximum auf der Radioquelle, auf dem schwarzen Loch hat, sondern ein Minimum. Und genau das ist, was die allgemeine Relativitätstheorie ja erwarten lässt. Die allgemeine Relativitätstheorie würde ja sagen, auch die Photonen sehen die Schwerkraft und deshalb kann ein Photon, was nah am galaktischen Zentrum jetzt vorbeigeht, nicht zu uns gelangen, sondern fällt ins schwarze Loch hinein. Da ist es. Ist reingefallen. Zack. Also, der Beweis ist geführt. Und nach 40 Jahren haben wir sozusagen uns nach innen getastet, haben die Masse, die also jetzt innerhalb eines bestimmten Radius vorhanden ist, immer wieder gemessen, nur immer weiter nach innen. Verschiedene Gruppen haben es gemacht, beide dasselbe gefunden. Und mögliche Alternativen, also jetzt zum Beispiel diese dunkle Materiekonzentrationen und so weiter und so fort, letztendlich durch diese letzten Messungen auch noch ausgeschlossen. Auch das zeigt dieselbe Masse. Das heißt, die Masse ist innerhalb von etwa 1,5-mal dem Ereignishorizont. Da passt nur wirklich nichts mehr anderes rein. Was wir noch nicht wissen, ist, ob dieses schwarze Loch einen Drehimpuls hat. Das wollen wir gerne noch weiter messen. Denn wenn wir wissen, was der Drehimpuls ist, dann können wir zeigen, dass, wie in der allgemeinen Relativitätstheorie gefordert, diese schwarzen Löcher wirklich nur zwei Zahlen brauchen, eine Masse und einen Drehimpuls. Da gibt es keine Hügel, da gibt es keine Dellen. Nein, das ist einfach ein ganz einfaches geometrisches Gebilde. Und wir wissen, das sind die unteren Messungen dort, dass neben der zentralen Quelle kaum was anderes da ist. Was da ist, ist sozusagen von der Größenordnung der stellaren Massen der Sterne, die wir sehen, aber nicht mehr. Da gibt es also sozusagen keine andere Komponente. Und diese schwarzen Löcher in der Tat können wir in benachbarten Galaxien auch sehen.
Und wenn Sie also auf der senkrechten Achse die Masse dieser zentralen Objekte auftragen und auf der horizontalen Achse die Masse der Galaxie, dann sehen Sie, da ist eine nicht sehr gute, aber doch immerhin erkennbare Korrelation von etwa 0,1 bis 0,4% der Gesamtmasse einer Galaxie ist in einem zentralen schwarzen Loch. Und diese Korrelation kann nicht zufällig sein. Sie ist gegeben durch die Entwicklungsgeschichte der Galaxien, die vor etwa 10 Milliarden Jahren ein Maximum hatte in der Sternentstehungsrate. Gleichzeitig waren die schwarzen Löcher dort schon relativ massereich und haben sehr oft Quasare produziert. Und wir sind also heute im sozusagen geriatrischen Teil des Systems, nicht mehr viel Materie fällt ein, aber wir können die schwarzen Löcher immer noch sehen. Und in Computern können wir das alles natürlich heutzutage wunderbar nachempfinden. Sie sehen hier, wie die Galaxien, die baryonischen Galaxien, in diesem Umfeld der dunklen Materie, also entlang dieser sogenannten kosmischen Webstruktur, wächst, immer massiver wird. Und nach einiger Zeit, wenn die schwarzen Löcher sehr massereich werden, die Aktivität durch die Quasare, die Sie hier sehen, dazu führt, dass ein erheblicher Teil der Masse, die in die Galaxie reingeht, auf einmal wieder rausgeschmissen wird. Das meiste der schweren Elemente, was in der Nukleosynthese in frühen Zeiten in den Sternen aufgebaut worden ist, wird also in diesen Spätzeiten in die Umgebung von Galaxien hinausgeschleudert. Das können wir heute sehr genau messen. Und damit sind die schwarzen Löcher ein ganz entscheidender Begrenzungsweg, dass die Galaxien nicht wesentlich mehr wachsen können als, sagen wir mal, zwei-, dreimal die Masse unserer Milchstraße. Ich hatte gestern schon gesagt, aber macht das, sagt das heute nochmal, das wird uns auch passieren, dass wir in etwa 3 Milliarden Jahren mit der Andromeda-Galaxie zusammenstoßen und dann wird es übel aussehen. Also da empfehle ich alle von Ihnen, sich warm anzuziehen, wenn Sie da noch da sind und mitmachen, denn das wird nicht gut enden. Nun, als letzte wissenschaftliche Aussage, wie geht es denn jetzt weiter? Hören wir aus? Nein, wir wollen über Gravitationswellen noch genauer hinschauen in etwa 20 Jahren und das Inspiralisieren von einem stellaren schwarzen Loch in ein großes schwarzes Loch hören. Hören. Und was Sie eben gehört haben, sozusagen als wissenschaftliche Information, wird uns sagen, ob diese Objekte, die wir dort sehen, wirklich schwarze Löcher mit der Kernmetrik und ohne Haare sozusagen sind.
Dankeschön. Ja, Forschung macht Spaß.